Wir sind immer noch bei Gepfeffert Schweiz in Liss. Haben wir heute, jetzt kommt, das Beste kommt zum Schluss, heißt es immer. Also für mich ist das das Beste, aber es ist noch nicht ganz zum Schluss. Wir haben noch ein Fremdfabrikat in Anführungszeichen, wir haben noch einen anderen Hersteller. Jetzt haben wir aber das, was eigentlich uns beide, glaube ich, fast am allermeisten interessiert. Und zwar der 8er GTI vom Luca. Wer hätte das gedacht, dass mal der 8er GTI vom Luca noch extrem ist wie mein eigener, aber die deutschen Bestimmungen und so weiter und so fort ist natürlich alles immer sehr schwierig. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen natürlich auf die sichere Schiene gehen und haben halt dann dementsprechend das Auto so gebaut, mitten zu 35er Reifen, weil du halt in Deutschland das nicht anders eingetragen hast, den Vertrag hast. Zwar die breiten Kotflügel drauf und große Bremse drin, was jetzt der Luca noch nicht hat, sage ich jetzt mal, aber trotzdem. Er hat jetzt das gleiche Fahrwerk wie wir verbaut, auch die Variante 3 mit der verstellbaren Sturzumlage. Natürlich hinten nochmal eine andere Feder verbaut, um nochmal ein bisschen tiefer zu kommen. Komplett static, ohne HLS, um den Kunden mal zu zeigen, dass das so möglich ist. Er war auch mit dem Auto als Soga, hier sieht man eh noch, ist der Aufkleber noch drauf, im schönen Italien am Gardasee. Und da muss man sagen, mit der Tiefe am Gardasee, mit so 15, 30, 20, mit der 8er hat man 20er OZ Futura, außen geschüsselt, Zentralverschlussoptik und den Radiox, oder wie hat er gesagt, heißen die? Radiox, so heißen die Betten, weil das sind ja chromte Betten. Ich glaube, dass es Edelstahlbetten sind. Die sind ja unkaputtbar, hat er gesagt, weil er da schon mal eine geschrottet hat. Und jetzt ist halt das wirklich vom Aufwand her, was er da betrieben hat, auch alles, was wirklich in den Kunststoff ist, haben wir einen direkten Vergleich, die Lufteinlässe, die ganzen, sage ich jetzt mal, die ganzen Leisten und so weiter, die Ansätze, alles in glatt und schwarz Glanz lackiert. Überall, wo du guckst, schwarz Glanz und glatt. Warum hast du eigentlich deine Teile nicht mehr montiert? Hat dir nicht gefallen, oder? Die sind auf meinem Kopfhörer noch drauf. Auch vorne mit dem lasierten VW-Zeichen, wo ja die Kameras sich dahinter verbirgen, sage ich jetzt mal. Richtig, richtig geil. Auch die ganzen Lufteinlässe. Wer das hier schleifen muss, das ist schon, ja, Sträflingsarbeit, hätte ich das fast betitelt. Auch Stoßstangen vorne geklint, weil die Löcher ja sowas nochmal von Haus aus drin wären. Mit dem Kennzeichen zum Abnehmen und wieder dran machen. Also, ja, mehr geht eigentlich nicht. So ging es eigentlich damals auch immer los mit den ersten Golf 6 und den Golf 7, wo man so klassisch das gemacht hat. Und das muss eigentlich genauso weitergeführt werden. Das Ganze würde nur funktioniert natürlich nur in Verbindung mit unseren Sturzumlagern, in Verbindung mit dem GFK-Kopfflügel, wo auch hier untergelegt werden. Hast du auch die schöne Linienführung hast, weil es eigentlich immer, sag jetzt mal, ein großer Manko ist bei dem 8er Golf, weil hier, genau hier hast du eigentlich den Punkt, wo du den meisten Platz brauchst zum Lenken. Und dadurch gibt es diese Schweineohren, wie ich sie immer betitle, die wo du dann unten unterlegen kannst und wo du dann noch ein bisschen weiter nach außen kommst. Auch die Schweller im Schwarzglanz, komplett glatt geschliffen in Schwarzglanz. Mega geil Optik, habe ich schon gesagt, für den Spiegelunterteil und das Spiegelaußenteil. Alles, was Kunststoff ist, ist Schwarzglanz. Und so muss das sein. Auch dann der Stern dann dementsprechend, weil ich glaube, den Stern hast du, Luca, ich glaube, zuerst im Matt gehabt, oder? Der Stern. Mal. Stern war oder so Crackly oder so. Nee, zuerst hatte ich Außenbett Schwarzglanz, dann Stern Schwarzmatt. Und dann haben wir es umgebaut auf HD noch. Viel besser. Ja, viel besser. Macht's also die gut. Optik. Was das betrifft, ich weiß ja noch, das erste Bild, was wir damals gemacht haben, wo Gepfeffert Schweiz, Gepfeffert Österreich, genau, vom Poster, ja. Genau, wo der Polo, der Gelbe und unser der 7er und der Golf 7R war das deiner. Genau, auch umgebaut, ja, genau. Gegen. Ja, genau. Da haben wir so ein Bild gehabt, wo wir drei da, dort haben wir starkes Poster gegeben. War legendär, würde ich was schon sagen. Absolut. Und ich habe ja gesagt, genauso fing es damals an. Also wir haben ja damals auch mit diesen Autos genauso diese kleinen Veränderungen durchgeführt, wo man gesagt hat, das ist halt genau, wo man noch ansetzen kann, wo man die Detailliebe noch mal ein bisschen geiler machen kann. Aber trotzdem führst du den Style jetzt genauso weiter, wie ich das auch machen würde, sage ich jetzt mal. Und es ist komplett stimmig und es ist static und es ist geil. Auch mit diesen lasierten VW-Zeichen hinten wie vorne,
und auch mit den Ansätzen, dass alles glatt ist und so weiter, finde ich richtig, richtig mega. Was ich noch fragen wollte, Auspuffanlage ist? Von Miltec. Miltec? Ja, gibt es ja mittlerweile was. 80 mm ohne Mittelschalldämpfer mit EWG-Zulassung. Mhm. Eigentlich. Also ist halt mit OTF, ne? Wir haben das Problem, aber ist okay. Mhm. Ist okay. Ohne Klappe, aber. Ja, darf ja nicht, weil Klappe nicht Serie, dann auch nicht Klappe im Nachrüsten. Ne? Bei also uns geht das noch in der Schweiz. Ach so. Ja, das geht noch, aber da ist die Frage, die Zeit. Das ist okay. Genau. Ja, finde ich richtig, richtig gut. Auch der Bügel von unserem Spätel wieder, vom Domi, vom Bavarian Car Tuning. Ein Isofix-Bügel in dem Weiß gehalten. Passt natürlich perfekt zum Auto dazu. Mehr muss man wohl dazu nicht sagen. Du hast sogar Panoramadach. Also, ja, das ist Vollausstattung bis auf Ledersitze und Standheizung kannst du bauen. Gibt's? Gibt's Standheizung? Gibt's Ledersitze? Mhm. Weil kannst du ja. In der Schweiz mittlerweile schon. Hat es gar nichts gegeben. Hey, das ist, du musst mal riechen hier. Das riecht noch. Das riecht wie ein VW riechen sollte, also neu. Was hast du jetzt für ein Problem? Bei dir riecht es. Das sind 13.000 Kilometer drauf. Ja, riecht eher nach sämtlichen Duftbäumen von. Wie hat er gerade gesagt schon? Piep und Piep hat er deine, genau, deine Bezeichnung über deinen Duftbäumen. Ja, find's geil. Find's richtig geil. Auspuff hätte ich gerne mal angehört, darf man? Logisch. Starten wir mal. Innenraum hast du aber nichts gemacht, oder? Bis auf Bügel. Ist alles oben. Ah, riecht der noch gut. Da sprotzelt ja ein bisschen. Aber ja, jetzt im Stand hört es gut an. Finde ich auch. Ja. Also, es ist gar nicht mal so übel. Also, ich hätte es mir jetzt weniger vorgestellt, vor allem wenn es dann immer heißt mit EG und EW und wie sie alle heißen. Aber mega. Jetzt auch in schwarzen Entholen, wirklich gut. Passt perfekt, ohne Probleme. Also wirklich. Bremsanlage brauchst du noch. Hä? Ja, ist bei uns in der Schweiz ein bisschen schwierig. Ja? Kriegst du nicht eingetragen. Nee. Okay. Leider nicht. Das ist bei dem Auto schwierig. Ich hätte gern, aber das ist zu kompliziert. Das funktioniert bei uns leider. Schade. Auch nicht, wenn du einen Fahrzeugschein hättest von einem 8er GTI, der es eingetragen hat? Das gibt es in der Schweiz nicht. Gar nicht. Die wollen immer im DTC oder Faktgutachten, weil sie halt sagen, wenn man die Bremse verändert, dann müsste man das ABS anpassen und so weiter. Und wenn es dann noch in Kombination mit Hinterachse wird, dann, weil es ja zwei Kreise sind, dann hängen sie einen ab und dann messen sie nur eine Achse, dann wieder die hinten. Ja, das ist viel zu viel. Okay. Kostet viel zu viel Geld. Okay. Das ist schade drum eigentlich. Leider, ja. Leider. Das ist schade drum. Das wäre noch so eine Optik. Vor allem, wenn die Felge jetzt natürlich ziemlich offen ist, wo man halt alles genau sieht, ist halt das schon schade eigentlich. Das ist so. Aber wie gesagt, auf alle Fälle behalten das Auto, nicht verkaufen. Natürlich jetzt ein Kaufaufruf, wenn natürlich sich jemand meldet, der Luca möchte das Auto verkaufen. Ich habe gesagt, nicht verkaufen, bis nächstes Jahr Wörthersee. Wir hoffen ja, dass es nächstes Jahr wieder mal ein Wörthersee gibt und wo wir ganz offiziell wie alle fahren können und dann wir nächstes Jahr mit neuen Farben am Wörthersee sind. Wäre vielleicht eine Option, aber du gehst auf alle Fälle mit einem Dreier. Das wenn er fertig wird, ja. Das muss, du hast jetzt Zeit noch. Motorshow Essen EMS-Aktion beginnt erst am 15. Oktober. Ja, naja, das ist los. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, das war das Feine und Schöne auf das Video, was mich am meisten gefreut hat, vom 8er GT vom Luca mit den schönen Details, was alles drauf ist, was ich genauso machen würde. Und so muss das sein. Also, in diesem Sinne, macht es gut. Jetzt haben wir wieder mal den raus. Servus, Habaderi.